Am Nachmittag machte sich Oberbürgermeister Sören Link gemeinsam mit Verantwortlichen der Stadt ein Bild vom Aufbau der Zelte. 40 Ehrenamtler des DRK hatten hier am Wochenende gearbeitet, um die 40 provisorischen Behausungen aufzubauen. Am Kerskensweg in Walsum sollen so rund 300 Flüchtlinge zumindest übergangsweise eine erste Bleibe finden. Doch wie kann das sein, fragen sich Gegner des Provisoriums. Erst vor einem Jahr stieß die Stadt mit ihrem Vorhaben, eine Zeltstadt an der Römerstraße aufzubauen, auf herbe Kritik. Damals galt Duisburg in der ganzen Republik als Negativbeispiel dafür, wie unzureichend eine Stadt auf den Flüchtlingsstrom aus Krisengebieten eingestellt sein kann. Damals wurde das Lager nur wenige Monate später ungenutzt wieder abgebaut. Heute sieht sich stattdessen nicht nur Duisburg in dieser Lage. Auch in Essen wurde eine riesige Zeltstadt für 500 Menschen aufgebaut. Die Situation ist eine völlig andere. Wir haben erst gestern aus Berlin gehört, dass die aktuellen Prognosezahlen für ganz Deutschland sich annähernd verdoppeln. Und das zeigt natürlich, in was für einer krisenhaften Situation wir uns befinden. Es ist nicht so, dass wir planen können. Allein in diesem Jahr sollen noch 1.500 Wohnplätze in Duisburg geschaffen werden. Doch bis diese bezugsfertig sind, müssen die Flüchtlinge mit den Zelten vorlieb nehmen. Bis zum nächsten Wochenende sollen die wichtigsten Voraussetzungen geschaffen sein. Ich muss einmal unterbringen, aber das ist ja nicht alles. Die Menschen haben teilweise sehr lange und beschwerliche Wege hinter sich. Das heißt also, man muss sie auch aufnehmen. Und auch das wird vom DRK geleistet durch Sozialbetreuer. Und es wird auch versucht, in einer der Hallen, soweit das baurechtlich möglich ist, eine Kinderbetreuung und auch überhaupt einen Raum, wo man sich begegnen kann, einzurichten. Sobald eine andere Versorgung in Übergangsheimen oder Wohnungen möglich ist, werden die Flüchtlinge dann umgesiedelt. Solange müssen diese in den Zelten ausharren. Dass eine Unterbringung im Zelt bei den derzeitigen Temperaturen jedoch keine angenehme Lösung ist, spürt der OB nun am eigenen Leib. Doch er sieht sich die Hände gebunden. Trotz vieler Leerstände gäbe es derzeit keine andere Lösung. Die Schuld sehen die Verantwortlichen der Stadt, vor allem bei Bund und Land. Das ärgert einen natürlich schon, dass wir in Deutschland immer noch sehr bürokratische Verfahren und Strukturen haben, die aus einer Zeit stammen, wo wir eben keine krisenhafte Situation haben. Beispielsweise den einen oder anderen bauplanungsrechtlichen, ich möchte fast sagen Unsinn. Denn es ist nicht einzusehen, dass wir hier leerstehende, wunderbar nutzbare Gebäude für die Unterbringung für Asylbewerber hätten und sie nicht in Betracht kommen, weil das Thema Störfall eines ist, was uns monatelang zurückwirft. Spätestens zum Winter muss sich die Stadt dann aber eine andere Lösung einfallen lassen.